herzlich zum neuen Video und zwar Bitcoin-Preis-Explosion. Die magische Marke von 60.000 Euro wurde geknackt. Es wurde sowohl im Euro-Raum und auch im US-Dollar wurde ein neues Allzeithoch geknackt und mittlerweile sind wir im Euro-Bereich bei 67.000, 68.000 Euro. Wenn er jetzt noch die nächste Marke knackt mit 70.000 Euro, dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Momentan sind alle sehr, sehr bullisch, gehen auch davon aus, dass der Bitcoin wieder nur in eine Richtung marschiert. Aber aufgepasst, es ist wichtig, alles verläuft in Zyklen. Momentan haben wir ein Allzeithoch im Gold, im Bitcoin, beim DAX, S&P 500, Dow Jones, egal wo wir hinschauen, Allzeithoch und die Menschheit fragt sich, wie kann das zustande kommen? Und wichtig bei Bitcoin ist eines, wir sind kurz vor dem sogenannten vierten Halving. Und das ist angedacht für den 28. April. Und ich gebe in dem Video mal ganz kurz einen Einblick, wo ich glaube, wo die Reise hingeht, was das Halving mit sich bringt, was es damit auf sich hat und warum die Menschen momentan so gierig sind und so massiv in den Bitcoin reingehen oder generell in den Kryptomarkt. Und ich habe hier eine Seite gefunden, da könnt ihr gerne mal drauf schauen, da wird auch das ganze Bitcoin-Halving erklärt von visualcapitalist.com. Einfach in Google eingeben, Bitcoin-Halving auf Bilder und dann kommt man mit im Prinzip komplett auf diese Seite. Und viele wissen ja gar nicht, was bedeutet überhaupt Halving, was bedeutet Minting, was bedeutet Miner. Im Endeffekt 2009 hat ja der Bitcoin gestartet mit dem ersten Genesis-Block am 3. Januar. So, und es gibt im Endeffekt die Möglichkeit, ja Bitcoins herzustellen mit sogenannten Minern. Und immer wenn ein sogenannter Bitcoin-Block erstellt wird, dann gibt es für den Miner eine sogenannte Vergütung. Und Halving bedeutet, dass diese Vergütung, die ursprünglich mal bei 50 Dollar pro Block war, ups, das wollte ich eigentlich so nicht. Gucken wir mal, ob wir wieder zurückkommen. So, was 50 Dollar pro Block war, geht jetzt im Prinzip runter und zwar von mittlerweile von 6,25 auf 3,125 Bitcoins oder entsprechend Dollar, sage ich jetzt einfach mal, um es einfacher darzustellen. Und immer wenn das Ganze halbiert wird, diese Vergütung, muss man sehen, dass automatisch für jeden, der meint, der Bitcoins herstellen möchte, wird der Schwierigkeitsgrad natürlich höher. Er verdoppelt sich im Endeffekt. Somit entstehen mehr Kosten, es wird immer schwieriger und dementsprechend die 21 Millionen Bitcoins werden immer schwieriger herzustellen. Ja? Und das Schöne ist, dass immer wenn es ein Halving gab, was ist vorher passiert, was ist während dem Halving passiert und was ist danach passiert? Momentan gehen alle davon aus, dass aufgrund des Halvings, wenn der Schwierigkeitsgrad natürlich wächst und die Vergütung geringer wird, dass der Preis logischerweise in eine Richtung gehen muss und zwar steigen. In der Vergangenheit war es aber immer so, dass immer bis zu einem Halving die Preise angestiegen sind, weil die Menschen wissen, okay, alle möchten in Bitcoins rein, es wird schwieriger. Aber im Zuge des Halvings gab es meistens eine Korrektur. Danach, teilweise zeitverzögert, ging es logischerweise wieder nur in eine Richtung und man hat massive Gewinne gemacht. Ja, wir haben jetzt, letztes Jahr war der Bitcoin teilweise noch bei 15.000 Euro. Jetzt nach der Zulassung des ersten Bitcoin-ETFs, was ist passiert? Der Preis ist erstmal von 36.000 Euro auf 46.000 gestiegen. Das heißt, die Menschen haben gedacht, wow, jetzt fließt so viel Kapital in die Märkte rein, jetzt muss ich reingehen. Dann gab es wieder eine Korrektur, im Endeffekt wieder direkt auf 36.000 Euro. Viele sind wieder raus, weil sie sagen, ich habe in einer Woche, in zwei Wochen so viel Geld verloren. Und dann ist der Preis sehr schnell wieder angestiegen. Und jetzt unaufhaltsam Richtung 70.000, 80.000. Das große Ziel sind bei Bitcoin erstmal 100.000 Euro. Und passiert das jetzt vielleicht sogar noch bis zum 28.04.? Wer weiß das schon? Also, wir haben auf der einen Seite die Thematik, wir haben 21 Millionen Bitcoins. Und man sieht, pre-programmed Halvings über die Halvings, dass das Ganze dann hier eigentlich nur noch seitwärts läuft und wir insgesamt dann ca. 32 Halvings haben. Das ist jetzt erst das vierte. Alle vier Jahre gibt es ein Halving. Das heißt, bis 2000, was weiß ich, das erleben wir alle, dauert es, bis die 21 Millionen Bitcoins überhaupt hergestellt wurden. Ja, das ist im Prinzip fast wie eine Exponentialkurve, nur verkehrt rum. Ja? So, dann haben wir die Situation, das erste Halving hier in 2000, wann war das? Ich glaube 14, das zweite Halving, dritte Halving und jetzt steht das nächste Halving an. Ja, dann sieht man im Prinzip die Miner Revenues.
Und wenn man das Ganze hier vergleicht, und hier sieht man im Prinzip die Entwicklung des Preises. Ja, das heißt, zweites Halving war bei 2,16, danach der Preis sehr zeitverzögert, aber sehr stark gestiegen. Dann gab es wieder eine große Korrektur. Drittes Halving, 2020 im März, hier. Dann gab es, in der Regel gab es immer eine Korrektur, zeigt der Chart relativ schwach an. Es gab nach dem Halving immer eine Korrektur nach unten und dann zeitverzögert, halbes, dreiviertel, teilweise ein Jahr später ist die Post erst abgegangen. Ja, das müsst ihr einfach wissen. So, und jetzt haben wir dann hier damals 2021 Allzeithoch erreicht. 2020 mit der Covid-Pandemie, es gab es ja nochmal einen Crash. Ich habe damals empfohlen, als der Kurs von 11.000 Euro auf 3.500 runterging, habe ich den Kunden gesagt, kauft jetzt 80% von dem Kapital, was ihr für Krypto einplant, kauft davon auf jeden Fall Bitcoin. Wir haben dann die Empfehlung gegeben, bei 26.000 20% rauszugehen, bei 34.000 Euro, bei 46.000 und bei 54.000 Euro. Das heißt, insgesamt 80% wieder rauszuziehen, 20% war noch Bestand. Bei 15.000 letztes Jahr haben wir wieder gesagt, geh mit diesen 80% wieder rein. Siehe da, die Leute haben wieder über 300-400% gemacht. Ja? Und wenn sie ein Jahr halten, steuerfrei als natürliche Person, nach Einkommensteuergesetz § 23 Absatz 2, private Veräußerungsgewinne sind Kryptowährungen steuerfrei. So, und jetzt haben wir hier wieder eine stärkere Korrektur gehabt. Ihr seht es, hier mit irgendwo 20.000 Dollar, Entschuldigung, 20.000 Dollar. Man muss aufpassen, wo man drückt. Und jetzt haben wir Stand heute ein neues Allzeithoch erreicht. Ihr seht hier das vom 8. März, also sehr, sehr, sehr aktuell. Und momentan gehen wir davon aus, sogar, das ist sogar der Europreis aktuell, 68.000 Euro. Und über die 70.000 Dollar Marke ist es schon gekommen. So, ich gehe davon aus, also meine persönliche Einschätzung ist, dass der Preis in den nächsten 4 bis 6 Wochen vielleicht noch auf 75.000, 76.000 Euro gehen kann, vielleicht sogar 78.000 Euro, dann wird es meiner Meinung nach mit dem Halving eine sehr starke Korrektur geben. Hängt auch viel von den kompletten Finanzmärkten ab, weil ihr müsst euch vorstellen, der Kryptomarkt ist immer noch in diesem World Trade Center, sozusagen das kleine Casino. Und wenn die großen Märkte nachgeben, dann gibt auch erstmal der Kryptomarkt nach. Der große Vorteil, die Kryptomärkte erholen sich viel, viel schneller als die großen Märkte. Eine viel größere Preisschwankung, Volatilität drin. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass der Bitcoin nochmal abrauscht auf 20.000, 22.000 Euro. Damit muss man einfach mal rechnen, auch wenn es sich schlimm anhört. Aber dann kann man sehr gut wieder einsteigen. Und dann bin ich fest davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr, ja, vielleicht Ende des Jahres schon die 100.000er Marke sehen werden. Und jeder, der einfach langfristig ohne zu viel Emotionen reinzugeben, wird sehr große Gewinne machen, wenn er einfach strategisch an die Sache rangeht. Immer wenn eine Korrektur kommt, nachkaufen in 20% Schritten, ja, das Depot, das Krypto-Portfolio entsprechend sauber halten und dann gibt es immer wieder interessante, spannende Token-Projekte, wo man auch reingehen kann, unabhängig auf dem Bärenmarkt oder am Bullenmarkt und kann damit sehr, sehr gutes Geld verdienen. Ja, wenn du mehrere Informationen, Hintergrundinformationen, Insider-Informationen haben willst über das Finanzsystem, Insider-Informationen, wie man richtig investiert, wie es die 5 reichsten Menschengruppen machen, dann schau unbedingt den Videokurs an, ist unten verlinkt. 90 Minuten High-Class-Content, komplett for free. Es wird dein Leben garantiert verändern. Bis dann, ganz liebe Grüße zum nächsten Video. Dein Tobias Redhaber, Cashflow-Experte Nummer 1. Bis dann.